So dass uns natürlich hier, wenn wir hier zusammenkommen, auch die Fragen nicht loslassen, die uns gegenwärtig sehr besorgen. Die Frage der Frieden, des Friedens und der Sicherheit in Europa. Wir haben uns sorgfältig in einer Zusammenkunft unterhalten über die Sicherheitslage, über die Lage der Ukraine und was wir tun können. Wichtig war für alle, dass die Bemühungen, die wir unternommen haben, insbesondere der französische Präsident und ich, eingebettet sind in die Aktivitäten der Europäischen Union und der NATO. Wir haben berichtet über unsere Aktivitäten und viel Unterstützung gefunden. Alle waren sich einig, dass Europa geeint handeln muss und geeint handeln wird und dass das auch eine der Möglichkeiten ist, die wir haben, wenn wir einen guten Einfluss auf die Entwicklung der Zukunft nehmen wollen. Dazu gehört eine klare Entscheidung. Wenn es zu einer militärischen Aggression gegen die Ukraine kommt, dann wird das Konsequenzen haben. Und wir sind vorbereitet, auch dann mit Sanktionen zu reagieren. Und gleichzeitig wollen wir alle diplomatischen Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Die Gespräche zwischen den USA und Russland begrüßen wir. Der NATO-Russland-Rat ist ein wichtiges Format, die OSZE, aber auch, und das haben viele hier unterstützt, das Normandie-Format, wo Deutschland und Frankreich zusammen mit der Ukraine und Russland versuchen, eine Perspektive aus der Krise zu finden und die dazu wichtigen Vereinbarungen aus Minsk, die wir umsetzen wollen. Wir machen das beides und wissen gleichzeitig, dass unverändert viele Soldaten, Truppenverbände, militärische Kraft entlang der ukrainischen Grenze aufgestellt sind. Das ist bedrohlich und das bleibt auch eine schwierige, bedrohliche Situation. Und da darf man nicht naiv sein.